Trail, ne? Okay. Hier vorne links. Ja, da. Mal das letzte Mal mit Chavez schon. Genau. Kriege ich warme Hände da. Finde ich gut. Außenrum. Danke, danke. Du wirst wahrscheinlich eher oben sein. Weiß nicht. Ja, ja. Thank you.
kommt da. Noch langsamer. Also landschaftlich ist das ja herrlich hier. Geil, ne? Wunderbar, echt schön. Die Seen sind gleich hübsch. Viel Vorderrad brauchst du ja nicht, ne? Nee. Das hast du schon verdammt gut drauf. Wir sparen, wo es geht. Reifen verschweißen, nicht bremsen, nicht Rad belasten. Thank you.
Also bei diesen schmalen Fahrten war ich dann doch ein bisschen zarter. Aber schön hier oben, ne? Landschaftsraum. Ja. Aber da guckst du ja nicht hin, oder? Auf die Strecke gucken. Fahren und wir rauchen eine. Ich fange extra damit an. Also der Chavez steht da hoch und ist oben. Bist du hier schon hoch? Nein. Willst du auch nicht, oder? Hä? Willst du? Ja, tut's auf jeden Fall. Tu mal anschauen. Oh, nee. Eigentlich ganz einfach. Da bin ich doch lieber mit. Ist das, der ist steiler als gestern, dieser Arschlochberg oder wie du den genannt hast? Nee. Ne? Da käme ich zu Fuß nicht hoch. Das ist unglaublich. Fuß will ich auch nicht. Ne? Fahren ja. Fuß nein. Hätte ich nicht wissen. Alles mitfahren. Also vernunftsweise kann ich nicht immer jeden Tag alles mitmachen. Nee, das erwartet doch kein Mensch. Also ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gehört auch manchmal mehr dazu, zu irgendwas Nein zu sagen, als wie dann. Und ich schub's jetzt schon. Nee, weil ich sag mal, irgendwann ist ein Punkt, denke ich, da wird es auch zur Quälerei. Also ja, mir geht es dann so. Und ich weiß nicht, ich muss schon morgens anfangen, mich einzuteilen über den Tag. Wenn ich jetzt hier ab und zu dann so richtig voll mitgepäst wäre, dann würde ich jetzt hier stehen, verstehst du, die Arme drücken und so. Nee, ich muss dann auf 6 Monate aufteilen. Ja, klar. Also, das ist schon ein harter Job. Ich weiß nicht, ob ich tauschen wollte.
solchen 20 Meter lang. Ne? Also ja. So die Sachen, die man so mit Schwung, hochkommt. Genau, ne? Aber wenn du da immer so einen Buckel übersiehst mittendrin, da wird das schon, also für mich als Ungeübter ist das fürchterlich. Also ja, hier musst du technisch schon ein bisschen konzentriert fahren. Also hier ist er nicht mehr. Nee, der ist da unten. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt da einfach runterstürzt. Wie ist er hier runtergefahren? Der ist schon da unten, schon ganz weit. Das sieht er schon nicht mehr. Ach du lieber Gott. Der ist schon ein Tier, der Kerl, oder? Aber doch klar, dass er hier oben wartet, oder? Eigentlich schon, ja. Also er geht jetzt schon, nachher wird es nachher steil, schön langsam. Ne? So wie gestern da einmal, oder? Ja, da ist ja nachher ein Stück, das ist richtig steil. Aber da ist so eine Rille, da kannst du die Füße weiter raus. Okay. Ist am besten mit dem Motor aus, okay. Gang drin und dann mit der Kupplung bremsen. Alles klar.
Also? Ich gucke irgendwo da hinten rum. Da. Eddie! Langsam, hier lass ruhig den Motor aus, hier wird es jetzt steil. Okay. Eieiei. Schön Druck auf den Oberarm. Hui, aber. Das Bremsen mit der Vorderradbremse geht erstaunlich gut. Diese Stufen sind natürlich scheiße mit kurzen Beinen. Leck mich Arsch. Es geht aber. Also, wirkt ja wie eine Beinverlängerung. Leck mich Arsch. Aber macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Das ist aber extremer, weil das erste Mal wieder auf dem Motorrad seit langem und dann gleich schon ordentliche Strecken für uns. Frank und die lachen da eher drüber, aber haben uns gut geschlagen. Wir wollen den Tag hier ausgeht. Wieder die einfache, aber hast du Luftkühlung gebraucht, gibst du. Ja, jetzt, spektakulär. Jetzt habe ich warm. Ja, glaube ich. Also oben wird es dann schon ziemlich steil. Also ja, vor allen Dingen auch. Oh, der Kopper. Ja. Kann man jetzt anfahren. Also mit der 450er hätte ich jetzt nicht verstehen wollen. Obwohl, die so frontlastig, das hilft dann wieder. Da war jetzt okay, ne, hier runter, oder? Ja, aber komm noch mal. Ich meine, durch die Beinverlängerung, weißt du, ging es ganz gut. Aber ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie diese Vorderreifen, wie gut man bremsen kann im Gelände, weißt du? Also auf dem, das war jetzt so fester Lehmboden, weißt du, das ging erst rein. Ja. Hast du hinten eigentlich kaum gebraucht. Geht echt gut. Es ist auch noch, wenn du merkst, dass wenn du die Front dann belastest, dann erhöht sich das noch um ein Vielfaches. Ja, ja gut, ich habe ja immer 100%, weißt du. Egal, ob ich hinten oder vorne drauf hocke. Gut, dann räumen wir den Rest runter. Thank you.
fährst direkt im zweiten Gang los, achtest auch gar nicht, wo du drauf lang fährst, sondern fährst einfach in der Mitte und drehst dabei euch hoch. Fein. Komm mal wieder runter. Vielleicht ein bisschen den Arsch hoch, ganz leicht. Nicht, dass du drehst aber ich komme einfach so. Das geht? Das wäre mir am liebsten, ja. Weil bevor ich, wenn ich jetzt hier anfange zu krampfen, genau, dann ist die Luft weg, weißt du? Ja, fahre ich bis da vorne und ein Stück vorne. Der ist auch soft, ist das richtig? Oh, das wollen wir aus Versehen. Ja, also die, wenn es dann hochgeht, weißt du, dann kommst du irgendwo auf, wo ich eigentlich nicht wollte, weißt du, und dann und dann fehlt mir einfach der Mumm, dann nochmal hier den zu machen. Und dann habe ich auch so Gedanken, bei ihm ist der zweite, bei mir ist vielleicht doch der erste, weißt du, so, da bin ich mir dann nie so sicher. Ja. Oh. Im Griff, dass ich stehend das ausweichen kann. Ich bin ja beim Hochfahren genau über den Stein. Ich bin dann drüber und früher hat mich das aus dem Konzept gebracht, aber ich bin dann trotzdem hoch. Eben einfach mit auf der Fußraste bleiben, nicht anfangen zu fuseln. Du bist jetzt nur einmal zu weit nach rechts gekommen, ins Lose rein. Ja, also auch die in einem ist vorne leicht geworden, weißt du, und dann ja. Macht sie etwas, was ich nicht unbedingt dachte, weißt du. Und da kommt sie irgendwo auf, was mir da nicht so schmeckt, und dann ist das, anstatt auf oder stehen zu lassen. Ja, besser stehen lassen, sonst wird es... Klar. Dann habe ich auch noch Zweifel, weißt du, was bei dir zweiter Gang ist, ist vielleicht bei mir der erste, ne? Also solche Gedanken bewegen einen dann beim Fahren, ne? Nie nachdenken.
Also ich denke, das runter ist nicht so schlimm wie das hoch bei mir. Gut, perfekt. Ja. Runter ist einfacher, gell? Ja, ja. Es geht von selbst. Ja. Hui. Aber auch noch gewünscht auf zwei Rädern und nicht. Gerollte Räder. Genau. Okay. Und hat's geklappt? Super. Gut. Naja, du handelst ja jetzt die Strecke. Eben, genau.